Hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft History. You've got a brand new key. Diese Folge ist etwas Besonderes, da es momentan aktuell in der Aufnahme 13:57 am 20.12.2012 ist. Das heißt, in 3 Minuten soll die Welt untergehen. Und ich bin hier dann wirklich gerade live dabei und ich lese einfach mal erstmal die Patch Notes für die RC2 vor, was man jetzt am Patchengang macht. Bugfixes, Werkzeuge besitzen nun wieder ihre normale Haltbarkeit. Dankeschön! Fickt euch. Danke für die Diamantschwert. Wenn man Fallschaden, ja, bemerkenswerte Bugs, egal. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit einer letzten Minecraft-Aufnahme in den Weltuntergang im Survival-Mode. In der Hölle. Passt ja irgendwie schon. Und es ist 23.58 Uhr. Und wenn kurz vor ist, werde ich auch. Soll ich den Countdown vielleicht nicht ein, aber ich gucke mal auf die Uhr und zähle eventuell runter von 10. Aber ja, demnächst, es wird nicht mehr lange dauern, Leute. Dann sind wir alle weg. Dann werde ich diese Folge niemals sehen. Na, alle da draußen, die überlebt haben und diese Folge sehen, versucht mich zu kontaktieren. Wenn ich noch lebe, dann können wir gemeinsam eine neue Weltbevölkerung aufbauen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh ja. Nein. Es ist 23.58 Uhr, immer noch. Und wir warten alle gespannt drauf. Eigentlich könnte ich jetzt gerade meinem TS rumlaufen und rumfragen, hey, wer wartet gerade noch auf den Weltuntergang? Gerade live in der Minecraft-Aufnahme. Aber naja, ich bin hier heute ganz alleine. Obwohl, ich guck mal, wisst ihr was, ich habe keinen Bock da allein zu sein. Ne, jetzt ist noch 1 Minute, das ist zu kurz. Zu wenig Zeit, um noch kurz in Skype zu gehen. Um da immer noch anzurufen. Aber auf jeden Fall, es war schön mit euch. Die letzten paar Wochen, Monate als Let's Play haben mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Nur leider wird es jetzt nicht mehr lange dauern, bis dann nichts mehr davon übrig ist. Ich meine, allgemein das Let's Playen hat mir so viel gegeben. Es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, aber man muss am Tag des Weltuntergangs auch einfach mal lernen, loszulassen. Und Platz für Neues zu schaffen, denn jetzt ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr am 1.12.2012. Und wir warten alle auf den Weltuntergang. Minecraft lag, wir hören die Musik. Was wird geschehen? Überall gucken Fenster raus und ich sehe nichts. Ein Rentier, dann leuchtendes Weihnachtsrentier von meiner Mutter. Also Leute, es ist gerade der 21.12.2012 um 12 Uhr. Und ich bin noch hier mit ein paar Zombie-Pigments. Also, die Welt ist nicht untergegangen. Yay, Freu, wir leben alle noch, wir sind alle überglücklich. Yay, was irgendwie auch zu erwarten war. Aber naja. Auf jeden Fall, die Welt existiert doch. Ich bin extrem glücklich und erleichtert, dass sie dann doch nicht untergegangen ist. Und ja, dann würde ich sagen, aus diesem freudigen Anlass spiele ich doch gleich mal weiter Minecraft. Was soll man sonst machen am Weltuntergang, außer Minecraft spielen und durch eine Netherfestung laufen? Geht's hier runter? Ah ja. Das sind nämlich gerade ein bisschen an die Pizza-Meat-Folgen, wo die schwarzen Skelette gesucht haben für den Wither. Oh Gott, da waren sie auch lange im Nether drin. Ah, das sind ja Blazes. Okay. Verdammt. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist schon immer zu hoch für mich. Ihr wisst, ich bin nicht gut in Minecraft. Ha, Treffer. Komm nochmal. Ja. Und ein drittes Mal. Von wegen Weltuntergang. Ey, fick dich. Okay. Zu hoch. Immer noch zu hoch, WTF. Sag mal. Ha! Treffer und tot. Verdammt. Nein, 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 nein! Leute, Problem. Großes Problem.
Oh, ich kann nichts machen, Leute. Tja, so viel zum Thema Wald schon gegangen. Die Wald ist in dem Sinne gerade untergegangen, dass ich eine Diamanten-Chestplate, ein Diamanten-Schwert, eine Diamanten-Spitzhacke, 6 Level und noch ein bisschen Netherrack verloren habe. Das ist der Weltuntergang für mich in Minecraft. Also, und ich sterbe nicht. Ich sterbe gerade nicht, weil ich eine geile Rüstung habe. Schnell schwimmen hoch. Schwimmen. Tja. 0:03. Das war's dann mit der Welt. Mit dem Beta. Und dass ich gestorben bin, das war zu erwarten. Erik, was sieht den Arsch ablachen, wenn ihr die Folge seht? Ja. Interessanter Weltuntergang, dass er sich so in Minecraft zuträgt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber naja. Was willst du machen, Snoop? Hey, Kühle. Alter, wie viele. Ja, so sehe ich das doch gerne mit Mobs. Aber das macht nichts. Da gibt's Schlimmeres. Ich habe gewusst, ich hätte mir noch nicht eine Festung rantrauen sollen. Aber naja. Wir haben ja noch genügend Rohstoffe, meiner Meinung nach. Das geht ja. Und vor allem, ich würde sagen, jetzt nach der... Ich habe gerade gedacht, die Kohle wäre weg. Jetzt nach der großen Action würde ich sagen, machen wir wieder eine kleine Bauphase. Würde ich sagen, ich gucke jetzt mal kurz, was ich so mit der Wolle hinkriege. Oder ich hole jetzt dann... Ja, genau, ich hole jetzt demnächst mal ein paar Tierchen. Dann machen wir das mal, gehe ich kurz schlafen. Das wirft mich jetzt nicht zurück. Das ist echt nicht schlimm, dass ich gerade gestorben bin. Kann ich mir ein Schlimmeres vorstellen, wie dass das gerade wirklich die Welt untergegangen wäre. Warte mal, der interessiert mich jetzt auch. Ich habe nämlich vorher zwischendurch wieder ein bisschen den Stream von Torge verfolgt, also Fresh-Folie von YouTube. Der macht ja extra so einen Weltuntergangsstream. Mich würde interessieren, was da jetzt, gerade nachdem die Welt ja nicht untergegangen ist, abläuft. Das mache ich jetzt hier kurz live in der Aufnahme. Auch wenn es gerade eventuell ein bisschen störend und ich stelle das Team. Hat den jetzt echt Punkt 12 beendet. Habe ich jetzt einfach das Ende verpasst? Weil ich aufnehmen musste? Wartet mal kurz. Was filtern? Okay, doch, der Stream ist vorbei. Ich habe gedacht, da kommt jetzt nach 12 noch was. 5 Tweets. Also, erstmal Honeyball. Und schaltet ihr nun auch ARD auf eurem TV an? Also ich auf jeden Fall. Retweet von Honeyball. Ist euch eigentlich klar, dass wenn die Welt untergeht, dann nicht zu unserer Zeit, sondern zu südamerikanischer Zeit, Mayas und so, wo kamen sie her? Michael Jackson, ist das? Michael Jackson! The Mayas could not even foretell their own downfall. I doubt their competence are predicting the end of times. Tja, wir sehen, es ist schon wieder 2 neue Tweets. Bei Titi tweetet, lebt ihr noch, Honeyball? Hab mir das jetzt irgendwie anders vorgestellt. Naja, egal. Ich gehe kurz mit meinem normalen Account auf Facebook, da bin ich gerade noch mit CDIP on. Ich sage ja jetzt wird es Internet erstmal gefüllt von Weltuntergangssachen. Erstmal posten. Ich lebe noch. Ausrufezeichen. Ja, wir sehen. Jetzt poste ich noch auf, tweet ich noch, Weltuntergang, hey, jetzt habe ich einen Link eingefügt, warum? Weltuntergang, ich sitze hier noch und nehme gechillt Minecraft auf. So, oh, jetzt habe ich ausgeschrieben. Tja, 6 Minuten nach Weltuntergang. Wir leben noch alle. Einmal solo twittern und einmal an die liebe YTT-Community twittern. SRGV und twittern. Ja, wir sehen, dass wir den Weltuntergang war Quatsch. Kommt noch irgendwas auf YouTube gerade zum Weltuntergang? Irgendwas um 12? Oder gibt es gerade noch einen Livestream zum Weltuntergang? Nö. Tja, wir sehen, dass mit dem Weltuntergang war totaler Quatsch. Ich sitze hier noch ganz gechillt um 7 nach 12, trinke noch mein Trinken und sehe ja, nichts mehr Weltuntergang. Oh, schöner Christbaum von der Freundin gerade gesehen. Tja, also wir sehen,
Höllenuntergang, alles Schwachsinn, wir sitzen alle noch hier. Einen schönen letzten Tag euch allen. Ja klar, dass jetzt das hier alles überschwemmt wird. Aber ja, wir sehen, die Welt existiert noch. Sorry, dass ich gerade so lange AFK war. Ich öffne mir nur nochmal kurz den hier und dann den hier. Das war jetzt gerade schon eine Weile. Und ja, wir leben alle noch, was zu erwarten war. Und dann würde ich sagen, auf einen guten neuen Weltuntergang im Jahre 2043. Soll ja da verschoben werden sein. Warum höre ich eigentlich eine Spinne? Die nervt mich, die kill ich jetzt. Komm her, Spinne! Genau, der Creeper ist im Gehege. Ja, klar. A wild creeper has appeared. Appeared, sorry, aber ist mir gerade eingefallen. Tja. Also, Myers, ich würde sagen, ihr habt euch da ein bisschen vertan, kann das sein? Ja. Dafür meine ich auch eine Weltuntergangsparty. Ich wollte eigentlich hingehen, aber ich habe mir gedacht, das muss ich live zu Hause während der Aufnahme erleben. Tja, leider hatten da dann wohl die Mayas doch nicht so recht im Thema Weltuntergang, aber. Aber wenn die Welt untergeht, könnt ihr auch gerne mal posten. Wann meint ihr, geht die Welt unter und vor allem, wie geht sie denn unter? Wird sie durch die Menschheit untergehen, was ich glaube? Wird sie durch Aliens oder was weiß ich untergehen? Oder werden wir es gar nicht bemerken oder sind vielleicht schon lange tot und die Welt ist wirklich am 21.12. untergegangen, nur wir wissen es nicht. Ich meine, Hannibal stellt sich ja das Jenseits auch irgendwie anders vor. Aber dass Manu nichts, also Chiappi nichts getwittert hat, wundert mich gerade. Und ihr könnt es auch jetzt in die Kommentare schreiben. Was habt ihr am 20.12. oder am 21.12. 12 Uhr am Tag des Weltuntergangs gemacht? Seid ihr auch nur da gesessen und habt gezeigt oder habt ihr etwas Bewegendes getan? Seid ihr auf die Straße gegangen und habt gesagt, die Welt geht nicht unter? Ich gucke nochmal kurz auf Twitter. Kein neuer Tweet, wundert mich. Lass ich mal kurz ein bisschen. Ich werde öffnen mir nebenbei noch Outer City, dann passt das. Na, die Folge ist dann auch fast schon wieder vorbei. Tja. Nichts mit Weltuntergang, Leute. Ein Creeper steht in meinem Gehege. Das ist schon Weltuntergang. Das. Wie ist das passiert? Wow! Bist du irgendwie dumm? Anscheinend ja. Okay, jetzt warte. Yay, EP! So ein Kudu fühlt sich ja ein bisschen alleine. Ich gehe dann mal in die weite Welt, obwohl ich habe immer noch nicht die Stift, hier lag dort hinten, da ist noch ein Marker rum. Stift, ist der gespitzt? Verdammt, der ist nicht gespitzt. Nein. Sekunde, ist da einer drin? Nein, den hat mein Kumpel kaputt gemacht. Genau, das war der. Kein Stift. Ja, wisst ihr was? Dann mache ich das nächste Folge. Mache ich die Folge mal ausnahmsweise ein bisschen kürzer. Dann habe ich auch ein bisschen weniger zu rendern mal. Und ich meine, war ja Weltuntergang. Ich würde sagen, da geht's auch, wenn man die Folge mal kürzer macht. Ja, ich werde darüber noch ewig labern. Und ja, auch ist noch unsere erste Höhle, wo ich auch mal gleich drin gestorben bin. Wo wir unser erstes Eisenerz gefunden haben. Wo ich sie überbeleuchtet habe, ne? Ja, das waren noch Zeiten. Aber auf jeden Fall ich bedanke mich fürs Zuschauen von euch. Wie gesagt, die Welt existiert noch. Ich habe sie gerade live miterlebt. Es ist nichts geschehen. Dann einfach mal ciao. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Außer tschüss. Keks! Wir leben noch. Hui!